Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Ehrengrad in der Alpine Challenge gegen Solaris Game World. Wir gucken direkt mal hier auf den Kredit 0 Euro, 10.500 plus. Das sieht soweit gut aus. Die Tiere sehen soweit auch relativ gut aus. Die Schweine könnten langsam wieder Mais bzw. Gerste vertragen. Das ist aber in Ordnung. Tägliches Reiten von Jupiter müssten wir machen. Das wäre wichtig, dass wir das auf jeden Fall noch machen. Das heißt, wir gehen zu unserem Pferd. Wo ist es? Also gerade hier. Da ist es. Hallo Pferd. Gut, und dann wollen wir mal ausreiten. Kannst du mal ausreiten hier, ne? Dass wir hier natürlich das einmal machen. So, wir reiten mal über die Wiese und werden hier Jupiter ausreiten. 7% haben wir schon. Geht eigentlich relativ zügig. Von daher geht das eigentlich relativ in Ordnung. Wir werden mal ein bisschen hier unten lang reiten. So weit sind wir, glaube ich, schon nie geritten, ne? Aber wir werden auf jeden Fall hier mal eine Weile reiten. Ist so eine ganz schöne Fläche hier vor allem, ne? Das ist eine richtig große Fläche hier, Leute. Alter Schwede, okay. Wenn wir die bekommen würden, das wäre natürlich ein 9 plus Ultra, das wäre heftig. Und würde, denke ich mal, einiges bringen, alter Schwede. So, wie viel haben wir? 22%. 22%, Leute. Das ist heftig. Aber okay, klar. Warum nicht, ne? Warum nicht, Leute? So, reiten wir hier unten wieder lang. Wie viel haben wir jetzt? 32%. Ja, perfekt. Wie gesagt, Schweine müssten versorgt werden. Das können wir aber auch gleich noch machen. Das ist ja nicht wirklich viel Arbeit. Das kriegen wir hin. So. Einmal reiten hier, ne? Muss ja auch mal sein. Möchte mal was anderes machen hier, ne? Als immer nur mit dem Traktor fahren, kann man auch mal mit dem Pferd reiten. Pferd bringt auch relativ gutes Geld. 44% tägliches Reiten, das ist in Ordnung. So, dann haben wir die Hälfte gleich sogar schon geschafft, ne? Dann haben wir die Hälfte gleich sogar schon geschafft, Leute. Sehr gut, wie weit sehen die Felder aus? Wie sieht es mit den Feldern aus? Jetzt können wir eben mal schnell gucken. Feld 22 ist gegrubbert, das muss natürlich eingesät werden. Komplett gedüngt, also da brauchen wir jetzt die Einsaat. Das heißt, ich würde so langsam auch mal gucken, dass wir zurückreiten zum Hof. Und uns jetzt so langsam nochmal um die Felder kümmern. Das ist, denke ich mal, nicht das Problem. So, Pferd ist da. Sieht's aus mit. Striegeln. Okay, ist erledigt. Gut. Wie viel bringt das Pferd jetzt aktuell? 63% Raten. 12.875 Euro. Okay. Dauert eine ganze Zeit lang, bis das soweit ist, aber okay. So, wir haben hier unten am Feld 22, glaube ich, noch eine Maschine stehen, ne? Und zwar den Grubber, den werden wir nicht mal brauchen. Haben wir noch eine Mission offen? Da schauen wir mal. Ja, ernten auf Feld 19. Das ist das hier.
Da sind wir gerade in die Ballen am Pressen gewesen, korrekt. Wobei, das haben wir erledigt. Das heißt, wir können hier im Prinzip hingehen und sagen, okay, komm, wir werden jetzt hier die Ballen aufsammeln und verkaufen fahren. Ich denke mal, die Ballen sollten wir verkaufen fahren. Schauen wir mal. Wäre, denke ich mal, angebracht. Dann können wir auch die Mission nämlich mal abschließen. Dann sollte es eigentlich passen. So fahren wir oder versuchen wir heute mal nicht so viele Schilder umzufahren wie sonst immer. Oh, sieht schlecht aus. Ah, okay. Ja, sonst fahre ich hier immer massig Schilder um. Das will ich heute mal versuchen zu vermeiden. Mal gucken, ob wir das so einigermaßen hinkriegen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, Leute. So. Einmal die Ballenpresse wieder da reinstellen. Und sollte das eigentlich gut passen. So, die Sämaschine brauchen wir für Feld 21. 21 war das, ne? 22, sorry. 22 gehört uns, nicht 21. 21 hätte ich aber auch noch gerne. Ihr wisst es. Ihr wisst es, Leute. So was brauchen wir. Wir brauchen für die Tiere, für die Hühner brauchen wir Weizen. Ne? Weizen haben wir genug. Das ist kein Problem. Fürs Pferd brauchen wir Hafer, haben wir auch genug. Mais haben wir noch genug. Wir bräuchten Raps fürs Schwein, für die Schweine. Raps, Sojabohnen für die Schweine. Auch das ist, denke ich mal, kein Problem. Raps, Sojabohnen. Raps, Sojabohnen, ja, das ist auch kein Problem. Das ist alles easy. Okay. Wir können hingehen und, sage ich mal, Gerste einsehen. Ne? Machen wir Gerste. Gerste haben wir aktuell kaum. Dann machen wir jetzt mal Gerste auf Feld 22, sorry. Wollte ich schon wieder Feld 21 sein? Ich glaube, das sollten wir uns mal langsam holen. Ich glaube, das sollten wir uns mal langsam holen. Nein, nicht Schild umfahren, nicht Schild umfahren. Nein, nein, nein. Böse, böse. Danke. So, fahren wir mal zum Feld. Ich voll konzentriert, damit ich keine Schilder diesmal umfahre. Das wird wahrscheinlich trotzdem nachher passieren, irgendwann, dass ich Schild umfahre. Oh. Hier wird eng. Hier wird eng. Mist. Oh Mist. Oh Mist. Vorsichtig fahren. Vorsichtig fahren. Schilder stehen geblieben. Perfekt. Schilder stehen geblieben. Fußgänger umgefahren. Perfekt. Das muss doch so. Gut so. Naja, gut. Man kann nicht alles haben, ne? Fahren wir mal hier lang. Dann werden wir hier Feld 22 einsehen. Und die Chance hier nutzen. So, der Grober muss zurück. Oha. Etwa knapp. Also der Grober muss zurück. Das steht auf jeden Fall an. So. So, einmal in die Sämaschine steigen. Danke sehr. Fahren wir mal übers Feld. Ist ja egal. Wird bald unser Feld werden, von daher, ne, passt das.
Kollege, kannst du hier mal Gerste einsehen? Wenn wir hier weiterarbeiten, ne? Danke sehr. Gut, wir brauchen jetzt. Sollen wir dann noch grubbern? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, ne? Ich will jetzt auch nicht mehr so viele Feldmissionen machen, dass wir damit nicht mehr klarkommen, ne? Ich sag mal so, wir müssen uns jetzt wirklich mal um die eigenen Flächen auch kümmern. Missionen haben wir, denke ich, jetzt auch mal genug gemacht, um Startgeld, sage ich mal, zu verdienen. 88.000 Euro haben wir aktuell auf dem Konto. Das ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Wir müssen jetzt, wie gesagt, in die Gruppe erstmal zurückfahren. Und da fährt der Zug, na toll. Ich mag den Zug nicht. Ich mag den Zug überhaupt nicht, Leute. So. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen, ohne hier Schilder umzufahren. Heute mal. Morgen können wir von mir jetzt wieder Schilder umfahren. Ohne Ende. Also ich will mal zumindest mal eine Folge schaffen, ohne Schilder umfahren. Mal gucken, ob wir das schaffen. Schauen, ob wir das schaffen, ne? So, den Solaris lassen wir bitte auch mal stehen. Ja, auch sehr reizend. Oh, perfekt. Sehr gut reingekommen. Cool. Wo stellen wir das große Ding jetzt hin? Ist eine gute Frage, ne? Ist eine gute Frage, wo wir das große Ding hier hinstellen, ne? Stellen wir da hinten hin? Stellen wir da hinten hin, glaube ich. So. Hoppala. Ja, wie gesagt, weitere Flächen sind geplant. Ich habe ja schon eine Fläche geplant, die hier besorgt werden soll für uns, ne? Und zwar haben wir geplant, hier, wie gesagt, hier die Fläche zu holen. Die große Fläche hier. 125.000 brauchen wir dafür. Mal gucken, ob wir das jetzt durch das Stroh zusammenkriegen. Ich glaube nicht, dass das ganz so klappt wie geplant. Also vom Preis her, dass wir da wirklich das komplette Geld zusammenbekommen. Aus der Weintransport. So, aktuell den Weintransport. Ah, da haben wir den. Okay. Wo sind wir da? Ah, da. Okay. Ah, okay. Na. Also, wir wollen jetzt gucken, dass wir hier... Ich wusste doch, dass wir schon irgendwo dran waren. Dass wir hier zur Scheune fahren. Und gucken, dass wir die Ballen verkaufen. Dass wir dafür natürlich... wenn möglich einen Haufen Geld kriegen und uns vielleicht jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Folgen die Fläche holen können. Auch da haben wir dann wiederum einiges zu tun. Wir müssen einmal komplett mähen, wir müssen schwaden, wir müssen Silage beinpressen, ne? Ja. Und haben dementsprechend natürlich auch da wieder einiges zu tun. Das ist eine richtig große Fläche und die Fläche wollen wir ja auch nutzen. Von daher lassen wir auch das Schild stehen. Ne? Auch das Schild lassen wir stehen, bitte. Danke sehr. Schilder sind heute früh.
Na super. Ich habe noch 10 Minuten vor mir. Oha. Okay. Also bis jetzt hat es gut geklappt mit den Schildern. Bis jetzt hat es gut geklappt, muss man ja sagen. Ne? Wir wollen, wie gesagt, gucken, dass wir das Geld zusammenbekommen. Dann wirklich die Fläche uns besorgen, endlich mal. Dass wir da auch besser wieder aufgestellt sind. Und jetzt bleiben wir hier hängen. Egal, Hauptsache kein Schild umfahren. Hauptsache kein Schild umfahren, ne? Und was ich schon mal sagen kann, ich denke mal, die überarbeitete Version der Erdenjage werde ich nicht zocken im LS22. Denke, dafür werden wir aber die anderen beiden Maps werden wir wahrscheinlich relativ gut zocken. Ich gehe mal davon aus, also das ist zumindest geplant, es werden ja natürlich noch weitere Maps rauskommen im LS22, das ist klar, die ganzen Mod-Maps, die kommen dann. Aber da bin ich mal schon gespannt, wie die Maps aussehen werden. 8.371 Euro, sehr gut. Dann können wir jetzt einmal zu Feld 19 fahren. Und dort in die nächsten Ballen wieder aufsammeln. Da sind wir hängen geblieben. Danke sehr. Hoppala. Upsala. So. Ja, der Bürger hat gut was zu tun jetzt. Finde ich aber eine klasse Sache, dass der Bürger auch mal was zu tun hat, ne? Ich finde, das ist eigentlich eine relativ coole Sache mit dem Bürger hier. Der ist relativ klein, aber hat trotzdem eine gute Leistung dafür. Von daher Hochachtung. Vom Bührer, ne? Finde ich cool. Finde ich cool. So, wir wollen die Fläche haben. Dafür fehlen uns noch ein paar tausend Euro. 29.000 Euro, um es genau zu sagen. Wird richtig, richtig heftig werden. Aber wir kriegen es hin. Das kriegen wir hin. Wir müssen jetzt, wie gesagt, zu Feld 19 dort einmal gucken, dass wir natürlich die Ballen aufsammeln. Wir werden ein paar Ballen werden, klar. Werden wir ein paar Mal fahren müssen, aber es wird laufen. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, hier jetzt auch noch mit Autolot anzufangen. Wenn ich dann hier verliere dadurch, dann ist das halt so, aber ich möchte dann auch hier die Chance nutzen, hier natürlich ein bisschen schön zu zocken. Muss ja auch Spaß machen, ne? Muss ja auch Spaß machen. Was ist das? Tosnovka macht es auch mal abwechslungsweise Spaß mit Autolot zu arbeiten, relativ schnell durchballern, ne? XXL quasi. So groß wie möglich, so viel wie möglich und was weiß ich was. Aber das muss man ja jetzt nicht in jeder Challenge machen. Ne? Von daher gehen wir da, denke ich, trotzdem hier gut was hin schon mal. Und das war knapp. Ja, kriegen wir schon hin. Fallen wir hier rauf. Werden nach und nach die Ballen hier aufsammeln und dann verkaufen. So, komm schon. So, einmal den Ball noch. Ballen, dann nehmen wir den Ball noch mit. Dann noch den Ball. Komm schon. Danke sehr. Aber ein Gehen noch.
So. Sehr gut. Zwei Bahnen gehen noch. Die werden wir auch noch drauf kriegen. Nehmen wir die Bahn hier. Eignet sich dafür perfekt. So, dann fahren wir die Bahn wieder verkaufen. Und dann gucken, dass wir natürlich auch dafür relativ gutes Geld kriegen. Mal gucken, vielleicht kommen wir in der nächsten Folge sogar, wie gesagt, dazu, hier die eine Wiese zu kaufen, die große, für 125.000 Euro. Wäre natürlich eine richtig schöne Sache, wenn das vom Geld her passen würde. Ansonsten verkaufen wir noch Getreide, das ist ja auch nicht so schlimm. Wie gesagt, die Mission haben wir auch noch abzuschließen, das bringt auch noch ein bisschen Geld. Zug ist jetzt wieder verfügbar, na toll. Aber okay, egal. Egal. Ja, passt schon alles. Das passt schon alles. Aber wie gesagt, ich freue mich schon tierisch auf den LS22. Bin mal gespannt, wie der werden wird. Und das wird mit Sicherheit ein richtig, richtig cooles Game. Und da werden wir wahrscheinlich auch eine ganze Weile mit zocken. Dem LS22. Aber keine Sorge, die anderen Sachen gehen auf jeden Fall weiter. LS17 Losback geht auf jeden Fall weiter. Die LS19 Campaign of France wird auf jeden Fall auch weitergehen und alles. Das auf jeden Fall. Ich werde jetzt nicht dafür die anderen Sachen vernachlässigen, sondern werde halt den LS22 noch zusätzlich irgendwie reinhauen. Aber den werden wir suchten. Den werden wir definitiv suchten. Vielleicht die Losberg und die LS19 Campaign of France erstmal etwas runterschrauben dann, damit wir mehr Folgen für den LS22 dann rausziehen, aber kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Ne? Wird auf jeden Fall eine ganze Menge noch an Content kommen. Das kann ich euch sagen. Nicht nur bei Solaris, sondern auch bei mir. Aber wer will, kann natürlich auch gerne hier die Challenges sich beim Solaris anschauen. Auch die anderen Games, die er macht. Wirklich komplett klasse. Kann ich echt nur empfehlen. Vor allem finde ich schön, dass er jetzt auch richtig reinhaut mit den ganzen Let's Plays und den ganzen Games und alles. Finde ich richtig klasse. Sein Kanal entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. So, einmal die Ballen abladen. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Dann haben wir nochmal hier Geld, ein Silageball und ein paar Strohballen. Ah, nicht ganz so viel. 4.083 Euro waren das jetzt. Dann fahren wir wieder zum Feld. 19 werden die nächsten Strohballen natürlich gucken, dass wir die aufsammeln. Und dann auch wieder zum Verkauf bringen. Mal gucken, bei wie viel Geld wir dann anschließend sind. Plus natürlich Missionsabschluss werden wir vielleicht auf die 125.000 Euro kommen. Schauen wir mal. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Getreide weg. Ist auch nicht schlimm. Genug haben davon ja. Eier könnten wir noch verkaufen, ne? Ich weiß nicht gerade, wie viele Eier wir aktuell haben, aber es sollten schon ein paar Eier zusammengekommen sein. Ich bin gespannt. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ich mache mir da relativ wenig Gedanken drum. Und ja, schaffen schon. Wie gesagt, die große Fläche will gekauft werden. Die werden wir auch kaufen. Ganz sicher. So. Ja. Jetzt nicht zu nah am Schild vorbeifahren. Ich will heute, wie gesagt, die Schilder mal stehen lassen. Heute ausnahmsweise die Schilder stehen lassen, ne? Ja. Ansonsten
sieht es, denke ich mal, relativ gut aus. Auch die nächsten Investitionen insgesamt in Real Life bestehen an. Ich werde natürlich hier alles nochmal deutlich verbessern. Ich werde mich, denke ich mal, auch demnächst mal mit Solaris zusammensetzen und wegen einem neuen PC eventuell reden. Ich wollte noch einen zweiten PC holen, dass ich mit dem einen PC dann aufnehmen kann, die ganze Zeit Games aufnehmen kann, mit dem anderen schneiden kann, beziehungsweise hochladen kann, rendern kann und so weiter, dass ich dann in Ruhe arbeiten kann und dass ich quasi nebenbei auch direkt wieder weiter aufnehmen kann und alles ohne Ende. Ich denke mal, das wäre nicht verkehrt und daran will ich halt arbeiten, wird natürlich einen Haufen Geld kosten, das ist klar. Aber zweiter PC wäre, denke ich mal, relativ sinnvoll. In dem Sinne. Vor allem besser PC mal. Der PC ist ja jetzt auch schon. Wie alt ist er jetzt? Der ist von 2017, 2016. 2016 oder sowas. Von daher hat auch schon ein bisschen auf dem Buckel, aber läuft einwandfrei. Der wird auch noch, denke ich mal, hoffentlich mal noch einige Jahre laufen, aber ne? Aber den wollte ich dann, wie gesagt, nehmen zum Rennen, schneiden, hochladen und so weiter. Und ja, ansonsten sehen wir uns, denke ich mal, in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir ja weiter mit dem Weinverkauf und werden die Mission dann abschließen auf Feld 19. Die bringt nochmal 4500 Euro, ja. Könnte eng werden mit 125.000. Aber schauen wir mal. In dem Sinne natürlich bis dahin. Servus und tschüss.